Willkommen, liebe Basketballfreunde, zu einer Top-Spielausgabe von Niners 360. Mit 19 Erfolgen in Serie auf der Selbstvertrauensbrust empfingen die Niners als Tabellenführer ihren ärgsten Konkurrenten, die BBL-Absteiger Eisbären Bremerhaven. Die Nordlichter sind offensiv nach Chemnitz das zweitstärkste Team der Liga, sind aber beim Rebound klar das beste Team der gesamten Konkurrenz. Von den letzten 7 Partien konnten 6 gewonnen werden, unter anderem klar gegen Jena. Allerdings war auch eine recht deutliche Niederlage bei Kellerkind Quakenbrück dabei. Die Frage war also, welches Gesicht die Eisbären in Chemnitz zeigen. Die Niners schwimmen derweil weiter auf der Flutwelle des Erfolges. 19 Siege in Folge stellen einen Rekord in der Pro A dar. Gemeinsam mit dem Team von Fechter aus der Saison 2015-16 sind die Chemnitzer Korbjäger jetzt Rekordhalter. Das Ziel war also, neben dem Heimerfolg, damit auch mit 20 Siegen am Stück einen neuen alleinigen Rekord aufzustellen. Das Hinspiel in Bremerhaven ging klar an die Niners und dementsprechend motiviert gingen die Gäste auch in die Partie. Denn von Anfang an merkte man, dass es den Eisbären nach Revanche sinnte. Es dauerte zwar etwas, bis beide Teams offensiv effektiv agierten, aber den besseren Start erwischten die Gäste. Nach 5 Minuten starker Verteidigung von beiden Mannschaften führte Bremerhaven 11:5. Chemnitz fand in der Folge so langsam seinen Rhythmus in der Offensive, Malte Ziegenhagen zum 12:15. Doch Bremerhavens starkes US-Duo Hill und Goodwin sorgten für die 7-Punkte-Führung im Gegenzug. Den Schlusspunkt in einem für Chemnitzer Verhältnisse sehr scoringarmen ersten Viertel setzte Luis Figge per Tip-In zum 14:19 aus Sicht der Niners nach 10 Minuten. Hill versenkte gleich zu Beginn von Viertel 2 bereits seinen 3. Dreier, doch die Niners konterten mit einem 7:0-Lauf und konnten erstmals durch Harris ausgleichen 22:22. Bremerhaven blieb aber unbeeindruckt und konnte wieder zur 27:24 Führung punkten. In den restlichen 4,5 Minuten von Halbzeit 1 konnten die Gäste aber genau nur noch einen Korb-Erfolg erzielen und die Niners, die kamen nun vollends ins Rollen und markierten ihrerseits unglaubliche 18 Punkte. Vor allem Jonas Richter mit 6 und der gebürtige Bremerhavener Dominic Johnson mit 8 Punkten konnten in dieser Phase übernehmen. Und so führte die Orange Army nach 20 Minuten doch schon etwas deutlicher mit 42:30. Und das vor allem, weil die Niners bis hierhin überraschenderweise die Bretter dominierten und bereits 10 Rebounds mehr sammelten als die Gäste und so 8 Second Chance Points erzielen konnten. Die Weichen für den 12. Sieg im 12. Heimspiel in dieser Saison waren also schon mal gestellt. Jetzt galt es, konzentriert zu bleiben und den Schwung in Halbzeit 2 mitzunehmen. Doch bevor es weiterging, gab es, wie jedes Mal in der Halbzeitpause, den Harald Liebers Halfcourt-Shot. Die Regeln sind einfach, ganz easy von der Mittellinie einnetzen und 5000 Euro mit nach Hause nehmen. Und zum ersten Mal in dieser Saison ist der Wurf von JWD gefallen. Glückwunsch an den Gewinner, der sich anschließend auch noch richtig schön über den Jackpot freuen konnte. Zurück zum Spielgeschehen. Bremerhaven kam etwas besser aus der Kabine und konnte den 12-Punkte-Rückstand Pünktchen für Pünktchen bis Mitte von Viertel 3 zumindest halbieren. Anthony Canty zum 48:42. Doch die Niners wären nicht die Niners, wenn sie darauf keine Antwort hätten. Und so zauberten sie in diesem Viertel einen 12:0-Lauf innerhalb von 120 Sekunden aufs Parkett und führten so beruhigend mit 18. Vor allem Malte Ziegenhagen lief nun heiß und markierte auch den letzten Treffer in diesem Abschnitt zum 63:47. 16 Punkte vor und es roch doch schon stark nach dem nächsten klaren Heimerfolg. Und so verwalteten die Niners den Vorsprung in den ersten Minuten des Schlussabschnitts gegen stark kämpfende Gäste und sorgten ab und an für Highlights am offensiven Brett, so wie hier Jonas Richter zum 66:50. Gut 3 Minuten vor Ende legte Bremerhaven aber nochmals einen 9:2-Lauf auf und war wieder einstellig dran an den Niners. 75:66 und im Basketball kann es ja manchmal ganz schnell gehen. Harris konterte mit einem Dunk, doch gut 90 Sekunden vor Ende waren es nur noch 8 Punkte Rückstand. Anschließend folgte aber eine Szene, die den Bremerhavenern endgültig das Genick brach. Malte Ziegenhagen mit dem wichtigen Dreier, dann der Steal und der Pass auf Elliott. Nächster Dreier, nächster Treffer, 14 Punkte vor und die Partie war entschieden.
Am Ende gewannen die Niners mit 85-74 souverän und konnten auch Spiel 2 gegen Bremerhaven deutlich für sich entscheiden. Auch wenn es am Anfang nicht ganz rund lief. Ja, ich denke, am Ende des Tages ist es einfach ein Teamsieg bei uns, wie jedes Spiel eigentlich. Wir kommen raus, die sind gut vorbereitet, treffen ihre Würfe, schwere Würfe, wir treffen unsere Würfe nicht. Dann rotieren wir einmal durch und sind genauso stark und die Spieler von denen sind noch teilweise 8-9 Minuten schon auf dem Feld, werden müde und die können halt unser Tempo dann nicht mithalten. Wir haben dann in der Defensive nochmal eine Schippe draufgelegt und dann sieht's so aus, wie es dann aussieht. Wie gesagt, wir wussten, es wird ein schweres, umkämpftes Spiel, aber ich denke, dass unsere Teamleistung am Ende die Sachen geregelt hat. Verteidigung sowie offensiv, der Ball hat sich bewegt und in der Verteidigung haben wir uns gegenseitig geholfen und ich denke, da wir die Rebounds auch zum größten Teil kontrolliert haben, war, denke ich, der Grundstein, warum wir gewonnen haben. Just sticking with our game plan, you know, like limiting their penetrations and trying to get to their shooters. And they were the best, I want to say the best rebounding team, so making sure that we keep them off the boards and secure the boards and keep them to one shot. Also ich denke, vor allem im zweiten Viertel dann haben wir körperlich dagegen gehalten. Das ist ja das beste Rebound-Team oder Offense-Rebound-Team, glaube ich. Und ich denke, das ist ganz gut gelungen, dann auszuboxen, vielleicht bei uns einen oder anderen Rebound zu holen, physischer zu spielen und uns dann ein bisschen abzusetzen vor der Halbzeit. I want to say we're in the top, maybe one or two with assists, so you know that... Anything positive about me? I will eventually. This guy right here. But yeah, definitely. We want to move the ball, you know, that's one of our philosophies and you know one of the things that Rodrigo always says is the we over me mentality, so the next pass and it definitely helps against a team like this that likes to go one-on-one and we come down and we're able to you know knock down open shots because we move the ball. Und so konnte der Rekord für die Geschichtsbücher eingefahren werden, eine Tatsache, die dem einen Spieler mehr, dem anderen Spieler weniger bedeutet. Ja, ich habe es mitbekommen, wir haben die längste Serie in der Pro A, mit 20 Siegen. Das ist nicht schlecht. Hättest du es vor der Saison gedacht, dass sowas möglich ist mit dem Team? Weiß ich nicht. Ich wusste nicht, dass wir 20 in die Folge gewinnen. Ich wusste, dass wir einige Spiele gewinnen können, wenn wir uns richtig anstellen. Dass es jetzt 20 sind, das ist krass, denke ich. Das zeigt, dass nicht viele Teams geschafft haben vorher. Aber ich denke, wenn wir so weitermachen, wie ich auch schon immer sage, wir sind unser größter Gegner. Und es wird schwer, andere Teams uns zu stoppen. Nein, ich denke, das bedeutet uns auf jeden Fall was. Also wir wussten das, glaube ich, auch vor dem Spiel. Also die meisten, ich wusste es auf jeden Fall. Und es hat mich auf jeden Fall motiviert, weil ich denke, es ist immer was Schönes, Geschichte zu schreiben und später irgendwann erzählen können, so, wir haben da einen Rekord aufgestellt und vielleicht hält der Rekord sogar noch länger. Und ja, es ist immer was Schönes. Yeah, we'll say for tonight it does, but then, you know, tomorrow we got to get back to the drawing board and continue working and, you know, hopefully reach our ultimate goal, you know, which we kind of fell short last season. So, it feels good. I didn't know that until just now, but it feels good. We'll enjoy it tonight and we'll get back to work this week. Mega geil. Also ich erinnere mich nur an das Team von Fechter damals. Ich glaube, die hatten den letzten Rekord. Ich weiß, wie stark die mir damals vorgekommen sind. Und wenn man jetzt daran denkt, dass die anderen Teams uns so sehen, das ist schon ein mega geiles Gefühl auf jeden Fall. Sein bestes Spiel im Niners-Dress absolvierte ausgerechnet Dominic Johnson gegen seinen Heimatverein und ist für uns dieses Mal Spieler des Spiels geworden. Mit 15 Punkten war er Topscorer der Mannschaft, angelte sich dazu 6 Rebounds und hatte mit 19 Effektivitätspunkten nicht nur die meisten seiner Mannschaft, sondern erzielte damit auch eine persönliche Bestleistung in dieser Saison. Das Ganze schaffte er in nicht einmal 22 Minuten und mit 67% Wurfquote aus dem Feld. Und natürlich war DJ gegen seinen Ex-Club besonders motiviert. Ja, natürlich. Ich bin Bremerhavener und das ist immer nochmal so ein extra Quäntchen Motivation, die man kriegt, wenn man gegen sein altes Team spielt. Einfach, weil man ihnen zeigen will, dass man vielleicht besser ist, als was die gedacht haben oder sonstiges. Das ist ja auch ein Grund, warum man nicht mehr da ist. Aber auch gegen die Jungs, ich kenne da 3-4 Leute von denen und es macht auch immer wieder Spaß, gegen die zu spielen. Von daher, ich denke, das hat geholfen. Für einen weiteren Niners-Akteur war das Spiel ebenso ein ganz besonderes, denn vorab der Partie wurde bekannt, dass Niklas Wimberg zum 14-köpfigen A-Kader der Nationalmannschaft berufen wurde. Für die kommenden Freundschaftsspiele ist Niklas also dabei.
Sollte er auch tatsächlich Spielzeit bekommen, wäre er der erste Niners-Spieler überhaupt, der in seiner Zeit in Chemnitz auch Nationalmannschaft spielen könnte. Und die Chancen stehen nicht schlecht. Für die Freundschaftsspiele denke ich schon. Also es sind 2 Spieler auf Abruf und 14 Spieler in dem Kader, die da hinfahren. Und ich bin bei den 14, die da hinfahren. Ja, das geht nächste Woche oder übernächste Woche Montag los. 10 Tage vom 16. bis zum 25. Aber mehr weiß ich auch noch nicht. Wie fühlt sich das an, für dich dabei sein zu können? Ja, ist natürlich ein Traum. Also ich habe es mir immer gewünscht, irgendwann mal bei der A-Nationalmannschaft spielen zu können. Auch wenn das natürlich jetzt unter bestimmten Bedingungen ist, aber ja, man nimmt das natürlich gerne hin und zeigt, was man kann. Well deserved, man. I was so happy for him. I think we're all super happy for him. He's put in the work and it shows and it's paid off and I think he'll be a good addition for him. Also ich freue mich erstmal mega für Niklas. Er hat's, ich denke, wenn es einer verdient hat, dann er. Sieht man ja, wie er jetzt hier schon wieder extra Würfe nimmt. Der arbeitet sehr viel, der analysiert viele Spiele und ich denke, das ist mehr als berechtigt. Natürlich wäre ich auch gern dabei gewesen, aber ist ein Grund, vielleicht noch ein bisschen mehr zu arbeiten und dann vielleicht in der Zukunft irgendwann nominiert zu werden. Ja, das ist mein Sohn, ne? Der arbeitet immer hart, jetzt schon wieder am Werfen da drüben. Ne? Der hört nicht auf. Nein, er hat es wirklich verdient. Er ist ein harter Arbeiter. Ich denke, viele haben ihn underrated, vor allem nach der Saison, die er letztes Jahr hatte, die schwierige Saison in Bremerhaven. Aber ich freue mich für ihn und ich hoffe, er kriegt da noch ein paar Minuten und kann den Jungs da zeigen, dass man mit ihm rechnen muss. Nur weil er nach Pro A spielt, heißt es nicht, dass er nicht spielen kann. Und das beweist er, denke ich, jedes Mal, wenn er aufs Spielfeld geht oder jedes Mal, wenn er im Training auf den Court tritt. Seine Mitspieler freuen sich also mit Niklas. Auch wir finden absolut verdiente Nominierung. In der Tabelle stehen die Niners mit jetzt schon 5 Siegen Vorsprung auf Bremerhaven an der Tabellenspitze. Platz 1 wird ihnen kaum noch zu nehmen sein. Auf Platz 3 beträgt der Vorsprung bereits 8 Siege. Das Heimrecht für beide Playoff-Runden ist den Chemnitzern also sicher. Ein potenzieller Erstrundengegner wären dabei die Seawolves aus Rostock, die mit Dirk Bauermann den erfolgreichsten deutschen Trainer verpflichtet haben und auch bei den Spielern nochmal mit NBA-Erfahrung nachlegen konnten. Das nächste Spiel für die Niners ist daheim gegen eben jene Rostocker, die unbedingt noch in die Playoffs wollen. Es wird also nochmal prickelnd zum Ostderby in einer Woche. Ja, auf jeden Fall. Wie ich gesagt habe, wir wollen jedes Spiel gewinnen und ob es Rostock ist oder wer auch immer, das ist uns egal. Wir wollen gewinnen und wir werden jedes Spiel so angehen, dass wir so hoch wie möglich gewinnen und die attackieren. I mean, I watched a little bit of them and they're playing a lot better than they were in the past. So, I mean, I think, like I've been saying, if we just continue doing what we're doing, you know, obviously rebounding has been a problem for us throughout the season and so we got to rebound and we definitely have to continue moving the ball and just playing together. Auf jeden Fall. Also ich denke, Rostock wird sehr heiß sein, gegen uns zu gewinnen. Die wollen in die Playoffs. Und ja, das ist, denke ich, eine ganz gute Chance, schon mal ein bisschen so zu testen, wie dann in den Playoffs vielleicht die Physis aussieht. Und ich denke, da müssen wir uns schon strecken, unser bestes Spiel zeigen gegen Rostock. Und ja, wir haben auf jeden Fall keine Angst. 9 Spiele stehen für die Niners in der Hauptrunde noch an. Die Spannung jetzt hochzuhalten, wird die große Aufgabe von Rodrigo Pastore und seinem Trainerteam sein. Denn nichts wäre fahrlässiger, als vor den Playoffs in ein emotionales Tief zu fallen. Wie schafft man es also, das Level oben zu halten? Also ganz ehrlich, für mich persönlich, ich glaube, wir haben gerade einfach nur eine richtig geile Zeit hier. Training macht Spaß, die Spiele machen Spaß und da ist es, glaube ich, relativ egal, welcher Gegner es ist, welche Phase es in der Saison ist. Ich glaube, es merkt man auch, wir haben gerade einfach nur Bock zu spielen und ich denke, das wird bis in die Playoffs anhalten, wenn nicht sogar noch mehr wären dann kurz vor den Playoffs. Also ich befürchte da eigentlich gar nichts, auch wenn es jetzt vielleicht erstmal nicht um so viel geht, denke ich, sind wir trotzdem heiß. Ich denke, wir, natürlich ist es schwer. Ich glaube, wir haben sogar 2 Spiele mehr als Bremerhaven. Aber ich meine, wie gesagt, wir haben diesen Vorsprung und rein rechnerisch müssen wir, glaube ich, fast alles verlieren, damit wir noch abrutschen. Aber nein, wir nehmen das einfach wirklich jedes Spiel als Training. Also es ist, klingt dumm und klingt vielleicht auch ein bisschen arrogant, aber jedes Spiel ist für uns einfach wie ein Training. Wir trainieren so hart, teilweise gegeneinander, dass die Spiele fast nicht anders sind, bloß dass halt Wettkampf und die Schiris drumherum stehen. Unsere Coaches im Training pfeifen teilweise noch weniger, als was sie hier pfeifen. Und wo wir ab und zu denken, dass es Fouls sind, die wir vielleicht nicht kriegen. Und deswegen denke ich nicht, dass wir da große Probleme haben. Vor allem mit Chris, mit Virgil, Ivan, mir, die halt auch schon ein bisschen was durchgemacht haben, denke ich, halten wir die Jungs
verantwortlich dafür. Und ich denke, dass deswegen wir jedes Spiel gewinnen wollen. Und Niklas und ich haben vor der Saison gesagt, beziehungsweise er hauptsächlich, er will kein einziges Spiel in der Pro A verlieren. Das ist eine Hausnummer. Aber ich denke, wenn wir so weitermachen, dann ist es vielleicht möglich. Ich denke, das ist für uns einfach. Also wir sind so eine hungrige Mannschaft, die eigentlich immer mehr will. Und ja, ich glaube, sobald wir allein schon die 5-Spiele-Marke geknackt haben, sind wir immer hungriger geworden und haben Blut geleckt. Und ja, wir wollen halt nicht verlieren. Und ich denke, wenn man am Ende der Saison sagen kann, man hat fast nicht verloren, außer ein Spiel vielleicht, dann ist es natürlich eine Sache, die einen sehr, sehr, sehr stolz machen kann. Und ich glaube, so geht jeder an jedes Spiel ran und deswegen wollen wir auch jedes Spiel gewinnen. Was wir auch nicht unerwähnt lassen wollen, ist der Zuschauerzuspruch an einem Mittwochabend in der Messehalle. Fast 3500 Fans kamen zum Spiel und sorgten, mal wieder, für erstklassige Stimmung. Ja, ich nehme die Stimmung immer super wahr. Also ich glaube, es war noch kein Heimspiel dabei, wo ich gedacht habe, so heute ist ein bisschen leise. Ja, es ist eine super Stimmung und es macht super viel Spaß, hier vor den Fans zu spielen und die unterstützen uns und ich glaube, an so einem Sieg wie heute haben sie auch einen großen Teil. Ich fand's geil. Also ich kann nur sagen, im Gegensatz zu Bremerhaven, als wir da gespielt haben, Erster gegen Zweiten, war es heute viel, unter die Woche, war es geil. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer da waren, aber ja, es waren wieder über 3000 und es war wieder eine geile Stimmung und ich hoffe, es wird einfach immer mehr. Sie kommen selbst, wenn es, ja, wenn wir so hoch gewinnen und es kann nur geiler werden. In den Playoffs ist dann, ich denke, die Hütte komplett voll und dann brennt sie richtig. Zum Abschluss der Ausgabe wie immer unser Highlight der Partie, präsentiert von Sanitär Hase. Und nachdem wir Jonas Richters Dank in Jena verpasst haben, picken wir uns ihn dieses Mal heraus. Wir sagen danke fürs Zuschauen und wünschen euch und der Mannschaft ein schönes spielfreies Wochenende und sehen uns am 15. wieder in der Messehalle gegen Rostock. Bis dahin, stay tuned.